Boss-Legion. Und ja, Mr. Stabby haben wir da. Neballas. Und Gangster Schneemann. Klasse. Der Dame ist Und jetzt haben super. wir ein ganz geiles. Er sagt, die Dinger, also die Mobs und ich, kann ja, wenn er will, sagen, zu welchem Biom das Bossmonster ist. Genau, also Bossmonster haben wir jetzt. Bossmonster sind sehr selten und spawnen nur, wenn einige Bedingungen erfüllt sind. Da haben wir das Auge von CT Hulu. Ja, das Waldbossmonster. Genau. Dann haben wir den Weltenfresser. Bossmonster der Infektion bzw. Fäulnis. Genau, und dann haben wir noch den Skeletron. Das ist der Boss der ganzen Welt, würde ich sagen. Genau, also der alte Mann, den er in der Nacht dann anspricht und der dann sich in Skeletron verwandelt. Dann haben wir den Königsschleim. Ist auch eigentlich ein Boss da, der eigentlich gilt das nicht für Biome, meistens. Zum Beispiel Auge von CT Hulu ist als Boss der Dämonen Genau. und bei Königsschleim Boss der Reine. Also auch ein der König. Genau, und dann haben wir hier noch die Fleischwand, also Wall of Flesh. Ja, also da frage ich immer noch, können wir ja kurz gucken, was das jetzt eigentlich ist, oder nein? Nein, wisst ihr was? Da braucht ihr schon gar nichts in die Kommentare zu schreiben. Schreibt trotzdem in die Kommentare, was ihr sehen wollt, aber das machen wir auf jeden Fall noch über die Genau. Fleischwand. Dann haben wir noch den Zerstörer. Der Zerstörer ist im Hard Mode, habe ich gehört, ist eine elektronische Variante des Weltenfressers und ist mit Sicherheit 10, 20 Mal so lang wie er. Und wenn ihr wisst, wie lang der Weltenfresser ist, dann Also das ist gut schon nach. extrem, ne? Ja. Also, und dann haben wir die Zwillinge. Ja, die Zwillinge ist uns jetzt eigentlich noch recht unbekannt. Genau, also ich habe da auch noch nichts Genaueres gesehen. Aber Irgendwie glaube ich von. da gucken wir dann aber im nächsten Teil rein. Und dann haben Ach, wir ich noch. weiß. Oh, du laggst gerade ein bisschen. Ja, unsere Internetverbindung. Die ist echt super. Sprich mal was. Na, super. Grüße. Die Internetverbindung hat gerade übel geleckt. Also dann machen wir weiter. Wie gesagt, unsere schreckliche Internetleitung, die ist echt Ach scheiße. ja. Dann machen wir gleich mal weiter mit Skeletron Prime. Ja, also es war auch die Hard-Mode-Variante des Skeletron, dass es das noch gibt. Also das ist ja richtig Hammer. So, dann kommen wir zu den Spezialmonster. Da kann er sagen, zu welchem Bossmonster das dazugehört. Zumindest bei einem kann er das wahrscheinlich sagen. Ja, und die Spezialmonster erscheinen halt nur bei Bosskämpfen. Zum Beispiel die. Also, der Diener von CT Hulu, der gehört ganz natürlich hier oben zum Auge von CT Hulu. Und mehr kann ich leider auch nichts Ja. dazu sagen, weil Blutegel, das weiß ich nicht. Aber das werden wir dann alles in den nächsten Teilen Sonst. machen, wo es Ja. nähere Infos gibt. Und jetzt kommt das letzte. Oh Gott, unser Internet. Ja, also auf meinem Video könnt ihr es abonnieren. Genau, und dann haben wir hier die seltenen Monster. Also Monster, die nur selten anzutreffen sind. Das wäre der untote Minenarbeiter, den es nur in sehr extremen Tiefen gibt. Aber noch über dem Ja, Untergrund. unterfallen. Der Dann haben wir hier noch den Dr. Bones. Den Bräutigam. Tim, Pinky, Goblin Speer und den Clown. Goblin-Tüftler ist Goblin-Tüftler, glaube ich, oder? Ja, glaube ich Ah, auch. nein. Er läuft ab und zu im Wald rum. Genau. Und ich würde mal sagen, Und ja.
Ich hoffe, euch hat es ein bisschen informiert und geholfen. Mir hat es Spaß gemacht. Und Ja, ohne auch. länger hier zu fackeln, machen wir besser Schluss, weil die Internetverbindung ist wirklich obergrottisch heute Abend. Ich weiß nicht, woran es Ja, liegt. kann man nichts machen, ne? Naja, aber okay. Ich hoffe, im nächsten Teil ändert sich das dann. Und ja, das war's dann auch Ja. schon wieder. Okay. Jo. Also, tschüss Tschüss. und bis zum nächsten Teil, wo es dann um die genauere Beschreibung der Monster geht. Also, ciao. Richtig. Tschüss.